Leute, wir sind eben weitergekommen. Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pink Panther Part 23. Mein Name ist Tahu Hyuga und wir befinden uns hier auf dem Weg zur Erkenntnis. Ich habe so ein bisschen offscreen gesucht, weil ich euch das einfach nicht antun wollte. Ich nehme an, das hier könnte noch zum Einsatz kommen. Und offen gesagt habe ich jetzt nicht weiter gesucht offscreen, als dass ich dieses Parfum hier gefunden habe. Ich bin aber sehr fest davon überzeugt, dass uns das weiterhelfen wird. Zum Beispiel wissen wir ja, in Griechenland gibt es da diese Göttin. Aphrodite. Und ich denke mal, dass dieser damit sehr wohl was anfangen kann. Ja, da wären wir. Übrigens, ist mir zwischendurch mal aufgefallen. Das Buch hatte ich ja mal gezeigt, ne? Hat ja mal gezeigt, wie viel da drin steht. Aber ich hab's ein bisschen unterschätzt. Denn seht ihr diese Seitenzahl? Wow. Nicht aufhängen. Ja. Naja, ihr seht ja. Seiten kannst du umblättern. Und das geht bis Seite 311. Heißt, dieses Buch hier hat 311 Seiten. 311. Entschuldigung, das wollte ich mal kurz loswerden. Ja, gehen wir mal weiter. Das duftet ja übergöttlich. Dieser Duft würde meine Arbeit ganz ungemein erleichtern. Arbeit? Sprühe mich sofort mit einer Duftwolke an. Bitte, bitte. Ich gebe dir die ganze Flasche, wenn du Zeus dazu bringst, dass er mich zur Kenntnis nimmt. Wenn du mich damit besprühst, dann ist Zeus hier, ehe du frische Göttlichkeit sagen kannst. So wahr ich Aphrodite bin. Oh. Oh, Zeus. Zeus, hier duftet es ja himmlisch. Nie hat meine Nase so was. Das ist Zeus? Das ist komisch. Obwohl es so gut riecht, steht auf der Flasche, es wäre nur Wasser drin, das aus einer Toilette kommt. Ich habe keine Zeit für deinen Quatsch, Aphrodite. Ich habe an dieser Stelle rasende Kopfschmerzen. Vielleicht hast du etwas gegessen, was dir nicht bekommen ist. Schluss mit dem Unfug, Dionysos. Du raubst mir den letzten Nerv. Wer bist du? Ich bin der rosa-rote Gott der Kopfschmerzen. Ich bin hier, um etwas zu tun gegen deine Kopfschmerzen. Du willst mich wohl verschaukeln. Kannst du das wirklich? Durchaus. Ich weiß zwar jetzt nicht so ganz, wie er sich das vorgestellt hat, aber wir haben ja ein paar Sachen da. Vielleicht hofft er ja, dass das gegen seine Kopfschmerzen hilft. Nein. Dass du klüger geworden bist, Papi. Vielen Dank, rosa-roter Gott der Kopfschmerzen. Null Problemo. Dafür habe ich Probleme ohne Ende. Sie ist mein Problem. Sie intrigiert gegen ihre Cousine Echidna. Ich sagte dir doch, sie ist mir Schnuppe, diese halbe Frau und halbe Schlange. Dieses Biest! Wer ist dann für ihr Verschwinden verantwortlich? Wer von euch hat es gewagt? Wer von euch war so anmaßend? Pink, warst du es? Rosa-roter Gott der Kopfschmerzen? Es war ein dummes Missgeschick. Da war der Kessel und ein kleiner Junge in Schwierigkeiten und eine unsterbliche, zauberhafte, bildschöne Ninja-Meerjungfrau-Prinzessin und ein Rest griechischer Salat und dann steckte Echidna plötzlich in Violets Körper und Violet ist... Die ist weg.
du bist verantwortlich für das Verschwinden von Ichita? Du großer roter Gott? Das ist unangenehm für dich. Dein Schicksal wird sich danach entscheiden, wie du zwei fast unlösbare Aufgaben lösen wirst. Löst du sie nicht, machen wir dich um einen Kopf kürzer. Aber... Kein Wenn und Aber auf dem Olymp. Schon gut, das mit dem Wenn und Aber werde ich mir merken. Man stelle ihm seine Aufgaben. Nur nicht so hurtig. Darf ich für diese Aufgaben nicht wenigstens trainieren? Wenn sein muss. Wer ist das? Apollo, wer sonst? Hallo, geht's gut? Ging hat schon er blaue mal Zähne? Wir müssen dich in Form bringen. Einen Moment. Auf los geht's los. Oh, diese blauen Zähne. Die erste Aufgabe ist der ähnlich, die mein Sohn Perseus schon einmal gelöst hat. Oh. Du musst die beiden lebenden Gorgonen töten. Perseus? Zwei? Enthauptete okay. Medusa mit der Hilfe von Athena und Hermes. Nun sollst du die beiden überlebenden Gorgonen aus dem Verkehr ziehen. Aber ich möchte nicht, dass auch nur ein Tropfen Blut fließt. Kapiert? Hä? Kleiner Tipp. Allein ihr Blick kann dich in Stein verwandeln. Wenn das ist mir schon klar. Wenn du das hast, bringst du uns einen Beweis deines Sieges. Wie finde ich die beiden? Nimm Pegasus, das geflügelte Pferd. Es entsprang Medusas Körper, als Perseus ihr den Kopf abschlug. Ich bin sicher, es findet die Gorgonen. Ein Kinderspiel. Ich bin bald wieder da. Lasst euch nicht unterkriegen. Mir kommen fast die Tränen. Ich darf mit Pegasus fliegen. Und das ist jetzt so ein Richtungspfeil sozusagen. Ich komme mir auch vor wie so eine Straße. Hier sind überall Leute und da sind überall Leute. Und die steckt in ihm seinen Kopf drin. Sachen gibt's. Ja, dann gehen wir mal los. Gorgonen töten. Cool. Echt cool. Ja sicher, Pegasus mit seiner Augenbinde. Danke fürs Mitnehmen, Pegasus. Ja, da geht's wieder zurück. Das ist irgend so eine arme Sau. Das auch und das auch. Ich weiß schon, was ich machen muss. Ich weiß es ganz genau. Wer hat den griechischen Salat bestellt? Vielleicht ein Schäufelchen Dressing dazu? Was zu essen? Fantastisch! Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn man in einem Sumpf leben muss. Hier bringt man uns nicht mal eine Pizza her. Ich werde zu... Das hat man davon, wenn man zu gierig ist. Tja, man lernt eben nie aus. Die kann das jetzt einfach auffuttern. Ja, jetzt muss ich irgendwie einen Beweis bringen, dass ich sie getötet habe. Boah, friss und schmatz. Das ist ja das Erstaunlichste, das ich je in meinem nahezu unsterblichen Dasein gesehen habe. Nicht hinsehen, nicht in die Schlangenaugen sehen. Nein, das sollte mein Beweis sein. Ach, komm schon. Es kann doch nicht angehen. Was ist das bloß? Ein UFO? So was Geheimnisvolles habe ich ja noch nie gesehen. Nicht hinsehen, nicht hinsehen, nicht in die Schlangenaugen sehen. Kann ich das Dingens aus dem
Boden zapfen. Nein, kann ich nicht. Warum auch? Hier ist nichts, womit ich was anfangen kann. Dabei hatte ich mal das Gefühl, wir kommen ordentlich voran. Wie soll ich denn jetzt beweisen, dass ich die versteinert habe? Kannst du mir mal deinen Dreizack leihen? Nee, oder? Ja, da, Kleiner. Hast du die Balkonen platt gemacht? Ich bin am Ball. Hallo, geht's gut? Herrje. Wie du willst. Wie du willst. Was ist denn so lustig? Hallo, geht's gut? Geht's gut? Die haben auch eine Sprache drauf. Ey, dass dieses Spiel nochmal am Ende so richtig loslegen muss, ne? Nochmal mit Schwierigkeitsgrad und was auch immer. Und ich check's nicht. Ganz ehrlich nicht. Danke fürs Mitnehmen, Pegasus. Ich kann auch nicht die einzelnen Schlangenköpfe anklicken. Das ist das Erstaunlichste, das ich je in meinem nahezu unsterblichen Dasein gesehen habe. Nicht hinsehen, nicht in die Schlangenaugen sehen. Boah. Dass sie nicht langsam genug davon hat. Ach Mensch. Wir haben doch nur den Fotoapparat. Echt, ich begreif's gerade nicht. Also wir brauchen irgendwas, um uns die Augen zu verdecken. Oder vielleicht eine Brille, oder hast du nicht gesehen? Vielleicht hat ja da einer eine Brille. Oder so für mich. Wäre zumindest äußerst freundlich. Er hat eine Brille. Er hat eine Brille. Gib sie mir. Wirst du mir wohl deine Brille geben? Er ist so unverschämt. Gib mir einfach nicht so eine Brille. Ich meine, hallo? Ich bin ein Panther. Leute. Das geht doch hier nicht mit rechten Dingen zu. Oh. Hallo, geht's gut? Ja. Lach nur. Nö, dir rede ich nicht. So. Tja, jetzt mal ehrlich hier. Was soll denn die Scheiße? Danke fürs Mitnehmen, Pegasus. Ciao, Leute.